Vor bereits einiger Zeit, um genau zu sein, noch vor der E3, wurde für Mitglieder der Xbox Preview ein neues Dashboard-Update veröffentlicht. Dieses soll die Xbox noch mehr in Richtung Windows 10 bewegen, indem es zum Beispiel den Store zusammenführt. Weiterhin wurde natürlich auch sonst rundherum einiges verändert und schlussendlich ist auch Cortana für die Xbox verfügbar. Hier nun meine Eindrücke, im Speziellen auch zu Cortana. Ein wirklich nötiges Update hat die Meine Spiele und Apps Applikation erhalten. So ist zum einen bereits der Einstieg deutlich einfacher gestaltet worden. Ein Shortcut befindet sich jetzt nämlich dauerhaft links oben auf der Startseite. Einmal in der App werden einem schlussendlich auf einen Blick angezeigt, wie viele Apps man installiert hat, wie viele Spiele man installiert hat und wie viele zur Installation bereitstehen. Weiterhin lassen sich nun im Generellen sämtliche installierte Inhalte einfacher überblicken. So scrollt die Spieleliste jetzt vertikal und nicht mehr horizontal, was es den Entwicklern erlaubt hat, deutlich mehr Spiele auf eine Seite zu pferchen. Hinzu kommen noch Filter, die einen die eigene Sammlung alphabetisch, nach Nutzung, nach Größe oder per Anfangsbuchstabe sortieren bzw. gruppieren lassen. Wenn einem der Überblick bei einer großen Spielesammlung dann noch nicht ausreicht, kann man auch noch die Kachelgröße ändern, um noch mehr Spiele auf einen Blick sehen zu können. Auch die Bereit zur Installation Liste ist nicht mehr hinter den Spielen zu finden, was bei vielen Spielen immer einiges an Scrollen erfordert hat, sondern besitzt jetzt ihren eigenen Menüpunkt, der sich natürlich mit zuvor genannten Filtern und Darstellungsoptionen entsprechend der persönlichen Bedürfnisse optimieren lässt. Zu guter Letzt kann man jetzt die sich in der Download-Warteschlange befindlichen Spiele leichter ausmachen, denn auch diese haben ihren komplett eigenen Reiter erhalten. Neu ist hierbei unter anderem, dass einem jetzt auch angezeigt wird, mit wie viel Bandbreite man gerade eigentlich herunterlädt. Zudem wurde ein weiteres Problem gelöst, das auch ich des Öfteren hatte. Wurde nämlich eine Installation oder ein Update beendet, musste man zuvor immer den Umweg über die Spiele- oder App-Liste machen, um zum Ziel zu gelangen. Dem ist jetzt nicht mehr so. Fertig installierte Spiele oder Applikationen verschwinden nicht mehr einfach ins Nirvana, sondern werden über der Installationsliste als kürzlich installiert angezeigt, was dem Nutzer viele Klicks erspart. Wo wir auch gerade bei Klicks sparen sind, der Installationsfortschritt wird einem jetzt auch direkt am Startbildschirm angezeigt. Alles in allem sehr sinnvolle als auch lang ersehnte Änderungen. Aber wie steht es nun mit der größten Veränderung in diesem Update, unserer blauen Assistentin? Hey there! Nun, ich muss sagen, ich bin geteilter Meinung. Getestet habe ich bisher übrigens auch nur die englische Cortana. Positiv ist schon mal zu vermerken, dass sie meiner Meinung nach deutlich besser erkennt, was man sagt oder ob man überhaupt was sagt. Der Xbox Command war da eher immer Glückssache und hat auch gerne nach dem dritten Mal lautrufen einen einfach ignoriert. Cortana hört einem da schon besser zu und dazu auch noch jedem, egal ob mit oder ohne Kinect. Denn Cortana kann auch mit dem Headset genutzt werden. Jedoch bin ich mir als Kinect-Besitzer nicht wirklich sicher, ob Cortana automatisch zum Headset wechselt, sollte man eines anschließen. Somit kann ich keine sichere Aussage zur Qualität von Cortana am Headset machen. Weiterhin soll Cortana auch deutlich komplexere Befehle erlauben, so zum Beispiel das Einladen von Freunden in die Party oder das Bereitstellen von Infos bezüglich wer in der Freundesliste gerade online ist. Was genau sie alles können soll, beantwortet Cortana einem übrigens gerne selbst. Fragt man sie "What can I say?" bzw. zu Deutsch wohl "Was kann ich sagen?", dann spuckt einem Cortana eine Liste an verschiedenen Befehlen aus, die sie erkennt. Oder erkennen sollte. Denn hier beginnt dann leider auch schon, was ich negativ an Cortana vermerken muss. So wie ich es interpretiert habe, soll es theoretisch möglich sein, die Freunde aus der Freundesliste auch bei ihrem Gamertag nennen zu können. Funktioniert hat das bei mir leider kein einziges Mal. Anstattdessen lande ich immer wieder in einer Websuche. Was hingegen funktioniert, sind Namen, insofern einer vom gewünschten Nutzer eingegeben wurde, und das führt mich auch schon zu meinem nächsten Problem.
Anscheinend wollen die wenigsten online wirklich gerne erkannt werden, speziell wenn wieder die Hate-Nachrichten fliegen. Zwar hat Microsoft hier mittlerweile vorgesorgt und lässt einem von Freund zu Freund einstellen, ob der richtige Name angezeigt wird, aber entweder vertraut mir so gut wie niemand seinen richtigen Namen an, oder es haben noch immer sehr wenige ihren Namen angegeben. Damit ist es natürlich auch sehr schwierig, Freunde zur Party einzuladen, da Cortana ihre Gamertags ums Verrecken nicht erkennen will. Abhilfe würde hier schaffen, dass man Cortana hilft, Gamertags besser zu erkennen, oder aber, dass man wie bei Steam seinen Freunden selbst Namen geben kann. Auch das Herunterfahren der Konsole will nicht wirklich funktionieren. So kommt man zwar bis zu einem Punkt, an dem man Ja oder Nein sagen kann, jedoch passiert bei beiden Eingaben einfach nichts. Abgesehen davon erlaubt es Cortana einem auch so manche Info abseits der Xbox zu ergattern. Wetter, Sportinfos und schlechte Witze sind nur ein Teil des Repertoires der Frau in Blau. Im Großen und Ganzen kann sie nämlich alles das, was ihr Handy- und PC-Äquivalent auch kann. A grasshopper walks into a bar. The bartender says, "We've got a drink named after you." The grasshopper says, "You've got a drink named Steve." Das war dann auch schon alles, was relevant ist. Die Funktion Facebook-Freunde auf Xbox Live zu suchen gibt es auch noch, aber ich glaube nicht allzu viele werden diese nutzen. Abschließend sei noch hinzuzufügen, dass es sich hier um eine Beta handelt. Viele der Dinge können und werden sich noch dramatisch verändern oder verbessern. An sich ist es auf jeden Fall schon mal ein schöner Start und wenn dann alsbald auch noch Hintergrundmusik und Apps hinzugefügt werden, dann bin ich schon wieder deutlich zufriedener mit meiner schwarzen Box. Bis dahin heißt es noch abwarten und ertragen, was einen stört. Hierzu werde ich vielleicht auch noch mal ein gesondertes Video machen. An alle, die in der Xbox Preview drinnen sind, habt ihr das neue Update bereits erhalten und bereits etwas Zeit damit verbracht? Funktioniert bei euch Cortana genauso schlecht oder ist das nur bei mir so? Schreibt mir doch eure Erfahrungen in die Kommentare und vergesst nicht, dieses Video zu bewerten. Wenn ihr noch mehr meiner ersten Erfahrungen und Eindrücke sehen wollt, jedoch zu Overwatch, dann gibt es hier von mir auch ein Video, welches bereits eingeblendet sein dürfte. Das könnt ihr euch bei Interesse natürlich sehr gerne ansehen. Damit ist es dann für mich auch schon wieder an der Zeit, sich zu verabschieden. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch.